Zählt eine Corona-Erkrankung als Arbeitsunfall? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Frage reinbekommen, und zwar: Ich arbeite bei der Deutschen Rentenversicherung Bund und habe mich im Dienst mit dem Coronavirus angesteckt. An wen muss ich mich wenden, um diesen Vorfall als Arbeitsunfall prüfen zu lassen? Und da habe ich mir als allererstes mal so gedacht, kann denn das überhaupt eigentlich ein Arbeitsunfall sein? Also wenn ich mich mit einem Coronavirus anstecke und dann noch zusätzlich erkranke auf Arbeit, kann das ein Arbeitsunfall sein? Und da kann ich nur so viel sagen, da scheiden sich wahrscheinlich die Geister. Zurzeit ist das noch völlig unklar, ob eine Erkrankung aufgrund einer Ansteckung mit dem Coronavirus, die ich mir ja nachweislich auf Arbeit geholt haben muss, ist ja auch noch ein Problem, tatsächlich ein Arbeitsunfall sein kann. Ich tendiere eher dahin zu sagen, dass es kein Arbeitsunfall ist. Ich tendiere eher dahin zu sagen, dass es vielleicht, wenn überhaupt, in irgendeine Kategorie einer Berufskrankheit vielleicht hineinfallen könnte. Zurzeit ist diese Frage aus meiner Sicht abschließend überhaupt noch nicht geklärt. Also es gibt weder eine höchstrichterliche Rechtsprechung zu diesem Thema noch sonst irgendetwas. Ich glaube, dass dieses Infektionsgeschehen, wenn man überhaupt nachweisen kann, dass man sich dort auf Arbeit angesteckt hat, und man muss ja auch noch erkranken, also Ansteckung heißt ja nicht, dass man auch gleichzeitig erkrankt ist, doch mehr oder weniger zum allgemeinen Lebensrisiko gehört und deshalb aus meiner Sicht kein Arbeitsunfall sein kann. Stellen Sie sich bitte Folgendes vor: Ein Arbeitsunfall ist immer das, was passiert, wenn ich zum Beispiel von zu Hause direkt mit meinem Auto oder mit meinem Fahrrad zum Weg zur Arbeit passiert. Also zum Beispiel, ich werde umgefahren und ich lande dann im Krankenhaus und habe mir einen Arm gebrochen. Das wäre dann ein Arbeitsunfall. Oder die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter von der Deutschen Rentenversicherung muss eine schwere Akte tragen und geht, was weiß ich, eine Treppe runter und fällt die Treppe runter. Das und bricht sich dabei ein Bein. Das wäre dann zum Beispiel ein Arbeitsunfall. Ich glaube tendenziell, dass die Corona-Erkrankung auf der Arbeit hier kein Arbeitsunfall sein wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.